Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. In dieser Folge setze ich mich mit dem neuen Talent Schädelsammler auseinander, welches das alte Talent Medizinmann ersetzt. Viel Spaß beim Ansehen dieser Folge. Mit der Veröffentlichung von Age of Sorcery, also 3.0, hat Funcom viele Änderungen in das Spiel Conan Exiles gebracht. Eine der größten davon war das Zaubereisystem. Seit September häufen sich bei mir nun die Fragen von euch im Kommentarbereich. Was ist eigentlich mit dem Medizinmann-Talent passiert? Über dieses Talent hatte ich 2019 einmal einen Guide rausgebracht, der nun seit dem 1. September 2022, also dem Release von Update 3.0, obsolet geworden ist. Warum? Nun, der Medizinmann wurde durch das neue Talent Schädelsammler ersetzt. Mit diesem könnt ihr an eurer alchemistischen Werkbank keine Untoten mehr kreieren bzw. beschwören. Doch hier nun eine kurze Vorstellung des neuen Talents Schädelsammler. Der Schädelsammler kann beim Ort der Beschwörung in den klassischen verbannten Landen erlernt werden. Lauft dazu einfach in den Eingangsbereich entlang und wendet euch auf der mittleren Ebene nach rechts die Treppe hoch. Noch einmal nach rechts, um zur obersten Ebene zu gelangen, und dort findet ihr links einen aufgestellten Stab. Diesen einmal aktivieren und schon ist das Talent Schädelsammler eures. Einmal gelernt, kann euch ein Talentreset dieses Wissen nicht mehr entfernen. Damit ist es euch möglich, an jeder einfachen Werkbank dekorative Schädel für eure Basis herzustellen. Natürlich für die entsprechenden Ressourcen, die aber leicht zu beschaffen sind. Nun, auf Siebter werdet ihr dagegen, ihr kennt es bereits, wie bei so vielen anderen Rezepten auch, einen Flurschrein zur Beschwörung einer spezifischen Flut verwenden müssen, um das Rezept Schädelsammler durch Zufall bei einem der vielen getöteten Flutgegner zu finden. Hier empfehle ich euch ganz klar den Fokusaltar des Südens, um entsprechende kannibalen Gegnerwellen heraufzubeschwören. Allerdings ist dies, wie gesagt, kein Garant, da der Loot zufallsbedingt ist. Doch damit genug zum Schädelsammler als Talent. Als Alternative zum alten Medizinmann wurde mit Age of Sorcery, man glaubt es kaum, die Zauberei eingeführt, welche euch mit dem Werkzeug, das flache Grab, die Möglichkeit gibt, Leichname heraufzubeschwören und als Zombie wieder zu beleben. Mehr dazu erfahrt ihr in meinem Guide die Zauberei im Detail. Ich vermute aber, dass das für viele von euch nur ein schwacher Trost ist. Aber noch besteht Grund zur Hoffnung, denke ich zumindest. Denn in den Rezeptlisten eines Administrators ist das vollständige Repertoire eines Medizinmannes noch enthalten. Zum Beispiel in der alchemistischen Werkbank. Da Funcom mit dem neuen Ages, also den Zeitaltern, einen neuen Weg probiert und wir uns gerade mit Kapitel 1 erst am Anfang von Age of Sorcery befinden, hege ich die Hoffnung, dass mit einem der noch ausstehenden Kapitel das alte Talent des Medizinmannes in angepasster Form zurückkehren wird. Ansonsten wären diese Rezepte bereits aus der Liste entfernt worden. Und das, liebe Freunde der gepflegten barbarischen Unterhaltung, war es von meiner Seite. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit hier auf meinem Kanal und ich würde mich sehr über eure Unterstützung freuen. Lasst dafür einfach einen Like und einen Kommentar unter diesem Video zurück. Solltet ihr noch kein Abonnent sein, oh weh, kein Problem, klickt einfach auf den Abo-Button, am besten noch in Kombination mit der kleinen Benachrichtigungsglocke. Dadurch erhaltet ihr zukünftig eine kleine Benachrichtigung von YouTube, wenn ich ein neues Video online gestellt habe oder ein Stream von mir beginnt oder bereits läuft. Ansonsten macht es gut und bis bald natürlich hier auf meinem Kanal. Bye bye.